willkommen zu Jack's World. Es geht wieder mal mit dem Slotcast weiter. Wir haben heute wieder neuen Nachschub bekommen und ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Ich werde sie nämlich jetzt alle einzeln unboxen. Es würde vielleicht am Ende sogar ein Longplay rauskommen und ich mache ja auch die Gran Turismo 5 Filme. Es kann sein, dass wir da ein 24-Stunden-Rennen machen werden. Das machen wir dann als Livestream, die 24 Stunden. Da könnt ihr gerne zuschauen. Wir werden uns natürlich abwechseln, jeweils pro Boxenstopp. Wir wissen aber noch nicht, welches Auto. So, auf jeden Fall werden wir es 24 Stunden auf Nürburgring und 24 Stunden auf Saat, also Le Mans. Auf jeden Fall, aber jetzt erstmal packe ich die Autos aus. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Cobra. So, die Cobra ist von der Firma Ninco und sie ist da im Zoo mit einem Persenning. Wahrscheinlich damit sie Windschienenticker ist. Auf jeden Fall finde ich sie auch ziemlich cool. Hier, sie ist auch schön gelb, die Nummer 36. Das Nummernschild sieht man hier auch. Es gibt momentan einen aktuellen Rennfilm, da sieht man, wie Shelby seine Firma mit den Cobras aufgebaut hat. Auf jeden Fall ist sie auch richtig schön hier hinten. Das ist eine Renncobra, das ist aus, ich glaube, Eisen oder Metall. Falls die Cobra sich überschlägt, dass dem Fahrer da nichts passiert. Das haben sie bei Formel 2 auch. Apropos Carroll Shelby, der hat der Ford Company zum Sieg bei Le Mans verholfen und genau dieses Auto hier wurde Dritter, die Nummer 5 in Gold. Damit haben sie mit diesem Auto 1966 haben sie Ferrari mit ihrem Dreifachsieg abgelöst. Also den werde ich jetzt auch auspacken, der ist von slot.it. Die Wagen sind so mit die schnellsten und auch die am besten die Kurven halten. Unsere schnellsten Autos sind auch alle von slot.it. Der Ford hier sieht natürlich auch richtig cool aus. So, hier ein richtig schöner Ford. So, toll gemacht, wie man hier sieht, dass die Scheiben aus Plexiglas sind. Auf jeden Fall, da drin sitzt auch ein Mann, ein Fahrer. Hier hinten, das sind die Auspuffe. Und goldene Felgen mit blauem Innenteil, Dreieck. Hier vorne ist ja noch so ein bisschen pink und hier auch. Auf jeden Fall auch ein richtig schönes Modell. Und die alten Fords hatten hier auch noch diese Lufteinlässe eingebaut. Wagner und Hutchinson sind die beiden Fahrer, die auf den dritten Platz gekommen sind mit dem goldenen Ford.